Blättervideo. Hallo, herzlich willkommen zu einem, beziehungsweise hallo. Heute ist das wunderbare Event und wir werden blättern. Server 23 ist schon gestartet und heute nur blättern, Dungeon und Turmetagen, alles machen wir so viel wie wir schaffen und 292 Pilze, 282, Entschuldigung, haben wir. Ich denke mal, das sollte reichen, wenn nicht, werde ich noch zwischendrin aufladen. Aber ich habe vor, eigentlich mich komplett neu zu equippen und ich denke mal, das wird auf jeden Fall auch passieren. Waffenzauberladen einmal durchgeschaut, haben bislang nichts hier zu, zum Blättern, wir verkaufen alle Items, die wir haben, schmeißen gleich was ins Klo, können vielleicht nochmal in die Gilde vorbeischauen, haben wir noch einen Gildenkampf, Gildenraid, ja, Gildenkampf, den gewinnen wir natürlich, ja, ist doch kein Problem. Ich melde mich nochmal und nun geht es los, wir werden blättern. Stufe 259, oh yeah, genug Gold angesammelt, vielleicht erst noch die Begleiter im Turm hochleveln, habe ich schon gemacht, sehr schön. Und da wird dieser Hühnerdieb auch endlich in den Arsch getreten. Was habe ich vor? Was brauche ich alles Neues eigentlich? Ich würde mal sagen, viele Items. Ich lasse mich überraschen, was so passieren wird. Also, ich sage mal, der Hut, der Gürtel, die sind alle noch ein bisschen neuer, wenn ich ehrlich bin. Aber wir gucken mal. Ich fange mal einfach an, ne? Ich fange mal an, Leute. Ihr wollt es ja sehen. Da blättern wir mal los. Und erste Mal geblättert, kein Epic. Ein schlechtes Zeichen, leider. Und da das erste Epic, ein Glücksepic. Oh, dankeschön, oh Herr. Gib mir doch diese wunderbaren Glücksepics. Die wollen wir doch alle haben. Oder nicht? Ihr doch bestimmt auch. Ich freue mich jeden Tag über Glücksepics. Und bestimmt gleich, wenn ich was überblätter, kommen wieder die Oh nein. Es fängt schon unglaublich gut an. Oh nein, bin ich dumm. Oh, da war ein Epic. Dreier-Epic-Waffe. Oder war das ein Dreier? Ist das Dreier-Epic? Ist der Schwan dieses komische... Ich muss jetzt nachschauen, was ein Dreier-Epic war. Ich muss es nachschauen. Nachgeschaut, Stab des... Moment, hier ist es. Hier ist er, hier. Junge, voll Shakes and Fidget Game, Wiki. Der Stab des Schwarms, keine Sorge, blablabla. Schaden plus alle Attribute. Dann ist es noch okay. Alle Attribute-Epic. Puh, war eine Waffe, egal. Alle Attribute will ich eh nicht. Ich will Dreier-Epic. Von daher, ui, nochmal den Arsch gerettet, aber es war trotzdem ziemlich peinlich, dass ich sowas übersehen habe. Ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren und nicht so viel ins Mikrofon labern. Vielleicht könnte ich dann etwas mehr erreichen hier beim Blättern. Aber heute geht es auch fix, ne? Heute gehen die Pilze fix weg, sie verbraten hier alle ziemlich schnell. Da waren übrigens drei unglaublich geniale Schuhe alle. Und Lars, konzentrier dich, denk daran, du musst dir alle Items anschauen, bevor du weiterblätterst. Und da war schon gleich eine Waffe und ich habe sie überblättert und jetzt kommt hier gar nichts mehr. Also, ob das Ganze gut läuft? Boah, Leute, was ist denn hier los? Also, es gefällt mir nicht. Bitte nicht so wie beim letzten Mal beim Blättern. Mir fällt auch auf, irgendwie umso höher der Chars, umso weniger Epics bekommt man beim Blättern. Ist das normal? Ich kann das euch nicht sagen, aber irgendwie kommt mir das gerade so vor. Bei den ersten, wo ich ganz sehr geblättert habe, bei meinen ersten Folgen, ich glaube, ich habe sogar mit der ersten Folge angefangen zu blättern, da habe ich so viele Epics bekommen. Das war total unnormal. Und jetzt hier, da ist der schon wieder der Stab. Da ist er wieder. Der hat sogar eine Scheißspanne. Aber man sieht, alle Attribute will ich eh nicht. Jetzt kommt er schon zum zweiten Mal. Ich glaube, er will mich ärgern. Dieser verdammte Stab. Er will mich ärgern. Er mag mich nicht. Das zweite Epic, der gleiche Stab. Und den will ich immer noch nicht. Und einmal überblättert von mir. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Nichts. Ich muss ein paar Mal im Zauberladen blättern, weil das wird vielleicht meine Stimmung steigern, beziehungsweise... Da ist ein Epic. Sehr schön. Sehr... Wollen wir nicht mehr einen Glückstrank kaufen? Was zur Hölle geht hier ab? 326 wäre das. 326. 326, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Dreier, ja. Ich gehe mal eben kurz nicht auf die Post. Hallo, der Tobi5 schreibt Hallo. Ich möchte mal auf die Ehrenhalle gehen. Ich bin Stufe 259. Haben wir noch einen, der auf meinem Bereich ist? 260, der Titanenmagier, der geblättert. 326, 330, 330, 330, 330, 311, 11, 11, 30, 30, 30. 330 ist das höchste, was ich jetzt so gefunden habe. Und das war jetzt hier 326. Also kann man 330 in der Art auch erreichen. Das sieht jetzt ein bisschen scheiße aus. 326. Bevor ich nichts anderes bekomme, schlage ich dazu. Da schlage ich auf jeden Fall zu. Das erste Epic somit gekauft. Oh, da ist so ein Trank. Den nehmen wir auf jeden Fall mit.
Hier bekommen wir hierfür Pilze, muss ich mir auch kaufen, beziehungsweise werde ich mir kaufen, möchte ich mir kaufen und habe ich mir auch gekauft. Mal weiter blättern, hier bekommen wir nur Scheißtränke. Natürlich ist der Waffenladen viel wichtiger wie der Zauberladen, aber weil wir gerade, wie gesagt, so eine kleine Pechsträhne haben im Waffenladen, dann wechsle ich doch gerne in den Zauberladen, blätter hier ein paar Mal. Aber wie man sieht, es läuft ja auch nicht gerade so berauschend. Von daher machen wir weiter im Waffenladen. Also zur Zeit, oh, ein Hut, Glückshut, ach nicht schon wieder. Hey, Glück. Oh, eine Maske. Eine Allattribute-Maske. Mit verdammt wenig Rüstung und 271 auf alles. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht alle Attribute Epics haben. Oh, ich glaube, ich komme nicht darum, mir Pilze zu kaufen. Es läuft nämlich gerade richtig scheiße beim Blättern. Oder auch, boah, die eine Scheißspanne. Willst du mir denn die Eier krauen? Was ist das denn für ein Scheißding? Das wäre ziemlich gut für Ehrenhalle vielleicht. Hat nämlich 1094 bis 1372, aber 1322, was ist das denn für eine Scheißspanne? Das will ich nicht. Das will ich nicht haben, mache ich weiter. Ganz ehrlich, die will ich nicht haben. Dann behalte ich lieber die hier, ganz ehrlich. Das ist ja total die Grottenspanne. Die kannst du ja in die Tonne rotzen. Und beim Magier ist definitiv die Spanne das Wichtigste. Oh, ein Rettungsschirm der Liquidität. Ihr wisst Bescheid, mein Deutsch. Und das Item sieht sehr interessant aus. Hatte ich das schon mal? Ich glaube noch nicht. Das ist, glaube ich, ein sehr hohes Epic sogar. 312. 310 hat auch wenig Rüstung. Also, nee, alle Attribute möchte ich auch nicht haben. Möchte ich nicht. Will ich nicht. Da lasse ich das lieber stehen. Und dieser Stab ist schon wieder da. Glaube ich beim letzten Mal. Weiter geht's. Weiter geht's. 159 Pilze und erst eins bekommen ein Epic. Das ist nicht gut. Das ging schon mal besser. So, jetzt hängen wir hier da wieder beim Blättern. Egal, weiter geht's, Alter. Musst du alles blättern? Nix. Nix. Hochkonzentriert bin ich übrigens. Wie man es vielleicht mitbekommt. Ich habe bestimmt schon 10 Epics überblättert, aber ich merke es einfach nicht, weil ich so unglaublich hochkonzentriert bin. Und es kommt nichts. Es, oh, alle Attribute 274. Oh, was ist das für ein Rüstungswert? Willst du mich total in den Arsch treten? Ey, das ist doch total grottenschlecht, diese Rüstung. Das ist aber 274, das sieht schon ziemlich hoch aus von allen Attribute-Werten. Nehmen wir das mit. Nehmen wir das mit. Was sagt ihr denn? Schreibt's doch jetzt in die Kommentare. Was sagt ihr denn? Ich brauche eure Meinung. Ich weiß nicht. Was haben wir alle Attribute-mäßig gerade da? Zwei Epic, wir können zwei Sachen anziehen. Ja, lass ich aus, lass ich stehen. Ist vielleicht ein Fehler später. Lass ich stehen. Will ich nicht, möchte ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich schon, aber will ich nicht. Will ich nicht, will was Besseres. Ich will was Besseres, will das Maximale rausholen, was geht. Aber scheinbar wird es nicht dabei sein, denn wie man sieht, es läuft nicht. Es läuft heute nicht beim Blättern. Es läuft nicht. Ich hoffe mal, morgen wird es etwas besser laufen, beziehungsweise bei euch dann heute, wenn ich am Blättern bin, bei 1658. Oh, die Spanne. Natürlich haben wir hier 1658, wir gehen nochmal auf die Ehrenhalle. Was hat der Kollege für eine Waffe? Was ist das denn für eine Scheißwaffe? 1361? Warum hat denn meine so viel? Wir schmeißen erstmal was ins Klo hinein, weil wir gerade dabei sind. Damit wir das nicht vergessen. Okay, hinein, los! Ihr geht, das war schon mal drin. Verdammt, das war schon mal drin, egal. Kaufen wir uns die. Die Gitarre. 1658. Ist natürlich ein Update. 1233, das wäre selbstverständlich ein Update. 800. Nehmen wir mit. Vielleicht bereue ich es, ich nehme es trotzdem mit. Und bam! Unser Damage ist sogar etwas runtergegangen. Egal, wir blättern weiter. Mal schauen, was noch dabei alles so rumkommt. Alles hier grenzwertig, was ich hier kaufe. Alles sehr grenzwertig, was ich kaufe, was ich auslasse. Immer bislang kein Epic, wo ich sage, ja, das brauche ich. Das ist definitiv besser wie meins. Das war bislang noch nicht da. Ganz ehrlich. Oder es ist, ich weiß auch nicht. Es ist, oh, hier schon wieder. Alle Attribute. 264. Es hat natürlich mehr Rüstung hier. 274. Guter Rüstungswert. Hohe alle Attribute. Ist das vielleicht ein Zeichen, dass wir uns das kaufen möchten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir es kaufen sollen. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit, die Rüstung überzeugt mich, denn wir können mindestens, also 1 bis 2 aller Attribute Epics können wir
anziehen. Von daher ist das Ganze in Ordnung. 75, 71 Pilze, das ist natürlich nicht mehr ganz so viel. Wir können vielleicht noch ein, zwei Epics rauskaufen. Oh, 420, scheiße. 324, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist schon wieder so ein Scheiß-Item. Scheiß-Rüstung, Scheiß-Werte, alles scheiße. Was ist das für ein Rotz hier? Ich will mal mit 326, 330 sowas rausbekommen und nicht so ein 324er Rotz. Hm. Und so wenig Rüstung, Leute. Das ist scheiße. Ne, das nehme ich nicht. Nehme ich auch nicht. Lass ich wieder stehen, alle schreien jetzt, nein, nimm das, kauf das. Das ist besser wie deins. Ich weiß, es gibt aber bessere Sachen. Ich will die besseren. Ich will das Maximum aus diesem Epic-Event rausbekommen. Und mach schon wieder. Geh weg mit deiner scheiß Voodoo-Maske. Dein scheiß Allattribute-Shit. Will ich nicht haben. Möchte ich nicht. Ich hab was Besseres verdient. Ich bleib so, wie ich bin. Kennt ihr das von South Park, wo Stewie nackt aus der Schule rausgeht und sagt, ich bleib so, wie ich bin? Kennt ihr bestimmt. Daher war der Satz. Komm, wir brauchen diesen unglaublich genialen Nice-Moment, aber er kommt nicht. Zurzeit ist alles not nice. Genau so ist es zurzeit. Ach komm, das gibt's ja gar nicht hier. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe so viel Gold angespart. Einmal im Zauberladen weitergemacht, bekommen wir hier das hier. Natürlich. Sehr schön. Waffenladen. Oh, jetzt gehe ich auf Stadtwache anstatt auf Waffenladen. Was bin ich denn für ein Hannes? Nein. 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 Oh. Oh. 324. 324. Ey, das gibt's doch gar nicht. Hat gute Rüstung. Nehme ich jetzt mit. Nehme ich mit. Ich glaube, sonst wird hier gar nichts mehr kommen in der Art. Nehme ich mit. Okay, nehme ich mit. Nehme ich mit. Und das nächste Epic kann ich mir eh nicht kaufen, weil ich muss mir erst ein paar Pilze kaufen. Aber wir können ja so lange noch blättern, bis meine Pilze auf null sind. Wie wäre das denn, hä? Wollt ihr es sehen, bis ich null Pilze habe? Wollt ihr es sehen? Ich will es auf jeden Fall sehen. Null Pilze. Habt ihr schon jemals gesehen, dass ich auf Server 23 null Pilze habe? Wenn ja, werdet ihr es gleich sehen. Denn ich kann nur noch 6-mal blättern. 5-mal blättern. 4-mal. 3-mal. 2-mal. Ich bekomme nicht mal ein Epic mehr. 1-mal. Und kein Epic. Null Pilze. Ich habe keine Pilze mehr. Ich kann nicht weiterblättern. Das finde ich nicht ganz so gut. Was machen wir denn jetzt? Ach, oh, da habe ich wieder 500 Pilze. Wo kommen die denn her? Das gibt's ja gar nicht. So, weiterblättern. Die sind irgendwie vom Himmel gefallen. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen. Oh, da kommt gleich ein Epic. Oh, das ist besser. Oder? 300. Es hat mehr Rüstung, aber nicht mehr Werte. Und wir haben noch 10%, oder? Ja, okay. Hui. Ist okay. Ist okay, ist okay. 324, aber die Stiefel sehen irgendwie schicker aus. Die sehen irgendwie schicker aus. Weiter geht's, weiter geht's. Ich glaube, die neuen 500 Pilze, da brauchen wir nicht viele, denn jetzt kommt alles. Glaubt mir, Leute, jetzt kommt alles, denn sie wollen meine Pilze gar nicht haben. Sie wollen sie nicht. Da wieder, ach komm. Oh, 325, 366 ist natürlich scheiße. Oh, das ist scheiße. Das ist schon so wenig Rüstung, aber halt alle Attribute. Aber ich kann ein mit alle Attribute, kann ich wohl, ist in Ordnung. Wir behalten die. Wir behalten die, ist in Ordnung. 1578 wäre schlechter, hätte mehr Durchschnittsschaden. Nein, genauso so viel. Ich bekomme heute auch so unglaublich viele Waffen, ne? Euch schon mal aufgefallen? Das finden wir doch alle. Nice. Obwohl sie alle eine Scheißspanne hat. Jetzt möchte ich doch gerne Handschuhe, Kopf, Gürtel vielleicht? Fragezeichen. Dann wäre ich auf jeden Fall glücklich. Oh, 1, 2, 3, 4, 5 Handschuhe auf einmal. Habt ihr das schon mal gesehen? Ich auf jeden Fall schon. Crap, 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 Crap. Ich will jetzt nicht so viele Pilze ausgeben von meinen 500, die ich gerade aufgeladen habe, die gleich schon wieder alle weg sind. Das gibt's doch gar nicht. Schon wieder dieses Epic. Alle Attribute will ich nicht. Will ich immer noch nicht. Ich will kein alle Attribute Epic haben. Können die mal aufhören, mir diese Scheiße mal zu geben? Ein paar Mal im Zauberladen schauen wir jetzt nach, was hier noch so am Start ist. Vielleicht hier etwas Schönes, Tolles, was wir gebrauchen können. Was bekommen wir hier raus? Nur Crap. Neuware. Hier ein Trank, schlucken wir gleich. Weiter geht's. Crap. Hier ein Trank, brauchen wir nicht. Kein Trank. Kein Trank. Hier Trank des ewigen Lebens. Nehmen wir mit. Haben wir dicke Sitzen. Wir haben zu viele Pilze hier. Komm, kaufen wir alles. Nehmen wir alles mit hier. Den Trank natürlich. Den kaufen wir raus. Bekommen dafür Crap. Neue Ware hier. Nee. Kommen wir hier auch nur Scheiße. Weiter geht's. Hier auch läuft. Es läuft wunderbar. Es kann auf jeden Fall nicht besser laufen. Ihr seht es schon. Es läuft ausgezeichnet gerade hier.
unglaublich gut. Wir sind unglaublich gut unterwegs. Es gibt's ja gar nicht. Wir bekommen hier so viele Epics, ich weiß gar nicht, wohin damit. Oh, 272, auch alle Attribute Epics. 298, 272, ja. Hm. Was ist da wohl besser, hä? Oh, ich habe fast den Ring übersehen. 325. Gut. Gut. 326, 325 ist okay. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Nehme ich auf jeden Fall mit. 298 zu 325. Natürlich mehr auf alle Attribute, aber mir reicht ein Alle-Attribute-Epic. Das reicht mir erstmal. Vielleicht noch den Kollegen hier austauschen, das wäre nicht schlecht. Das lasse ich auf jeden Fall da. Wenn wir den noch austauschen, dann wäre alles gut. So, wir schmeißen das, wir gucken eben. Wir gucken im Turm, ob das jemand gebrauchen kann. 295. 295, 272, 258, 295. Ja, was ist da wohl besser? Das kriegt der. Das kann weg. Das war auch schon im Klo. Wir schmeißen auf jeden Fall, ich würde sagen, das Ding im Klo, bekommt vielleicht eine neue Waffe für unseren Krieger. Jetzt werden unsere Begleiter natürlich wieder alle komplett gut equipped. Die, oh, die ist richtig gut. Die kriegt er auf jeden Fall. Das 298 kann auch unser Krieger nehmen, wenn er es gerne haben möchte. 260 hat er hier, 304, 286. Ja, unser Krieger auf jeden Fall das Schlechteste an Slots hier mit 260 zu 298. Ein gutes Update. Unser Magier, kann der denn noch was gebrauchen? Die Robe 262 ist besser auf jeden Fall. Die Schuhe 300 sind auch besser. Können die denn hier noch ins Klo hinein? Natürlich die beiden Items, das kann weg, das kann auch weg. Zwei Items haben wir noch fürs Klo, sehr schön. Und machen wir weiter, ne? Uns fehlen ja noch ein paar Items hier. Aber ich will's. Am besten noch ein Helm. Handschuhe und Gürtel sind vielleicht nicht ganz so wichtig, aber hier, dieses extra Item ist auch nicht so berauschend, was wir da so haben. Aber wie ihr seht, es lief schon mal besser. Es lief schon mal besser. Deswegen müssen wir schauen, wie sich das hier noch so weiterentwickelt. Ich habe schon wieder einiges an Pilzen rausgehauen. Einiges sind schon wieder weg. Da ist schon wieder ein Stab. Boah, was hat der für eine Spanne? Was ist das denn für ein Ding? Stab des Schwarms 1228 bis 1238. Das ist die ultimative Super-Ehrenhalle-Waffe. Mit 1233. Seht ihr das? Was ist das für eine Waffe? Damit kann ich alles wegtrollen in der Ehrenhalle. Aber ich spiele nicht auf Ehrenhalle, von daher werde ich mir das Ding nicht kaufen. Aber schaut euch mal diesen Damage an. Was ist denn das? Das ist ja... Da mache ich gleich mal einen Screenshot von. Was zur Hölle ist das denn bitte? Das ist episch. Einfach nur... Ist das Ganze doch... Ja, wo ist es? Wo ist es da? Ah, es kommt raus. Nice. Ist ja schön. Weiter geht's. Gib uns doch mal vernünftige Epics, die wir gebrauchen können. Und nicht so ein Crap. Obwohl, Crap war es nicht. Andere würden jetzt sagen, Lars, warum hast du es hier nicht gekauft? Das kannst du doch für die Ehrenhalle benutzen. Nö. Will ich nicht. Ich spiele nicht auf Ehrenhalle, von daher... Alle Attribute. 275, 274. Hier mehr Rüstung. Hier ein Stat mehr. Von daher ist das Ganze okay. Brauchen wir nicht. Also was ich unbedingt brauche, ist wie gesagt Gürtel und Handschuhe und Kopf. Aber es kommt nichts. Ihr seht schon, es kommt wirklich nichts. Ich habe schon wieder 100 Pilze weggebraten. Und das gefällt mir nicht. Das gefällt mir wirklich nicht, wie es hier läuft. Ich bin vielleicht gerade nur am Rummeckern, aber ihr seht es doch selber. Ach, schon wieder. Soll ich es jetzt nehmen, bevor nichts anderes kommt? Ich nehme es jetzt einfach. Obwohl. Nein, nehme ich nicht. Nehme ich nicht. Will ich nicht. Vielleicht, wenn ich ruhig bin, kommen bessere Epics. Aber irgendwie bezweifle ich das gerade, dass dann bessere Epics kommen, beziehungsweise kommen eh keine Epics. Hallo, Epics. Epics, ihr wollt zu mir. Ihr wollt es. Ich will es. Wir wollen es alle. Das sind komische Handschuhe. Schuhe habe ich bislang noch nicht gesehen in dieser Farbe. Oh, shit. Es läuft nicht, ich sag es doch. Ich muss die nehmen. Ich bekomme nur Scheiße. Ich muss das jetzt nehmen, was ich bekomme. Es geht ja nicht anders. Ich kann ja nicht schon wieder 500 Pilze verbraten. Wie soll ich das denn machen? Also, ihr seht schon wieder, ich habe schon vielleicht wieder 200 weg. Das ist unfassbar, was hier gerade abgeht. Und Antivir meldet sich auch. Sehr schön, Antivir. Wunderbar. Dankeschön in der Aufnahme. Das gefällt mir. Dankeschön. Oh, Handschuh. Toll. Toll.
Crap-Handschuhe. Wieder so eine Scheiße. Wenigstens bekomme ich erstmal Handschuhe, aber nur so Scheiße. Aber ich kann gar nicht mehr auf meine Pilze gucken. Es macht mich traurig. Es macht mich traurig, wenn ich auf meine Pilze gucke. Es macht mich sehr, sehr traurig. Denn sie werden so wenig und ich bekomme nichts. Entweder übersehe ich alle Epics oder ich... Das ist doch nicht normal, oder? Hatte ich auch schon mal so eine Flaute hier beim Epic-Event? Ich auf jeden Fall noch nicht. Es läuft nicht. Es geht nicht drum. Jetzt denken wir einfach positiv. So, wir denken ab jetzt positiv und dann läuft es. Glaub mir. Boah, das ist ja wunderbar. Also bislang, dieses Epic-Event lief wunderbar. Mach mit, mach mit. Positiv denken. Es läuft so super, es kann nicht besser werden. Deswegen, ich bekomme nur die besten Items. Das sollten wir so fortsetzen. Ich danke dir, Shakes and Fidget, für diese wunderbaren Items, die du mir immer bringst. Also ich bin wunschlos glücklich und ich glaube, ich kann gepflegt jetzt sterben gehen. Denn du gibst mir immer so schöne Items. Mann, bist du toll. Bitte gib mir nicht so viel. Ach komm. So, jetzt haben wir schon alles ausgetauscht hier in diesem Slot, außer den Gürtel, den lasse ich jetzt erstmal stecken, noch ein paar Mal im Zauberladen jetzt rumblättern, aber ich wollte nicht so viele Pilze ausgeben. Ich wollte es nicht. Es ging leider nicht anders. Egal, jetzt haben wir wenigstens einen guten Helm noch bekommen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht noch ein paar Tränke auffrischen und hier vielleicht noch ein Trinket, ein Extra bekommen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Neue Ware, neue Ware, neue Ware, oh, oh ja. Neue Ware für den Lars, neue Ware für den Lars. Schade, vielleicht ein Trank des ewigen Lebens für keine Pilze. Das wäre auch gar nicht mal so schlecht. Aber er kommt nicht. Das nehmen wir auch noch mit hier. Das nehmen wir mit. Und ich schaue auf die Pilze. Bis 250 gehe ich, glaube ich, noch runter. Dann war es das Ganze für mich. Und ich habe schon wieder 250 Pilze dann weggeballert. 250 Pilze plus die, wie viel waren das? 300 nochmal? Das ist viel zu viel, Leute. Macht es nicht. Macht es nicht so wie ich, denn ihr habt einfach nur Pech. Beziehungsweise ich habe Pech. So, den Trank vielleicht mal rauskaufen. Bekomme ich auch noch Crap. Natürlich. Natürlich für Pilze. Was denn sonst? Ja, einmal für Pilze. Nicht mal für keine Pilze. Hier. Oh. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir noch mit. Die Taschenexplosion. 270 ist wohl nicht ganz so stark. Nehmen wir aber mit, denn das ist definitiv noch besser. So, jetzt haben wir sehr viele Epics, alle, die wir ins Klo schmeißen können. Bevor wir das machen, werden wir auch erstmal schauen, ob wir immer was loswerden können. Vielleicht dann unser Magier. 292 natürlich besser. 300 besser. 314 besser. Mehr Rüstung. 252. Die habe ich gerade ausgetauscht. Habe ich ein Item, was schon im Klo war? Nein. Ich warte aber, denn es ist nicht mehr lange, bis der Tag vorbei ist und dann kann ich wieder was ins Klo schmeißen. Von daher warte ich jetzt nochmal diese Viertelstunde, 15 Minuten und dann werden wir uns wiedersehen und ich werde dann Dungeons machen. Es lief nicht ganz so toll. In der Zeit können wir eigentlich noch, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken, das können wir nicht machen. Was können wir denn noch machen? Wir können skillen bzw. unser Gold noch ausgeben. Werden wir auch machen. 261 Pilze nur noch. Ach komm, Leute. Ist blöd. Wir skillen. Was skillen wir? Wir skillen auf jeden Fall hier auf 2001. Das haben wir hier. 1000. Oh, ein bisschen Glück skillen. Glück mal hier so auf 1900 hochhauen. Wir haben das Gold hier dicke sitzen, sage ich euch, ja. 1800. Das passt. Noch ein bisschen rein, alles in Glück. Glück, 1900, yay. Und den Rest noch Intelligenz, ist gar nichts mehr hier. So, ziemlich viel Ausdauer und Glück geskillt. Arena-Kampf können wir auch noch machen gegen die Tiefkühlpizza, Alter. Wir verlieren gegen Tiefkühlpizza. Rang 22 bin ich. Gegen Sound, gewinnen wir gegen Sound. Gegen Sound, wir gewinnen gegen Sound. Rang 21, sehr schön. Ich bin so weit oben hier. Bin ich denn so weit oben? Das gibt's ja gar nicht. In der Gilde, was können wir hier noch zeigen? Eigentlich nichts. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn der Tag vorbei ist und ich wieder was ins Klo schmeißen kann. Und dann werden wir auf jeden Fall im Turm noch versuchen, ein paar Leute umzuhauen. So, da sind wir wieder. Wir können ja kurz im Waffen- und Zauberland schauen, ob wir hier noch ein Epic bekommen haben. Weil es ist nächster Tag, Alter. Ist nächster Tag, habe nichts bekommen. Egal. Wir schmeißen wieder was ins Klo. Das bedeutet, der nächste Tag ist angebrochen. Wir können was ins Klo reinschmeißen. Vielleicht einfach mal das hier.
Was ist mit der Brust? Kann die Brust vielleicht unser Krieger noch gebrauchen? 284, auf gar keinen Fall, weg damit. Und jetzt können wir noch im Turm versuchen, was umzuklatschen. Den Dungeon lassen wir noch stehen und im Türmchen. Türmchen, Türmchen, Türmchen. Erstmal noch ein Arena-Kampf vielleicht gegen den 6-6 Teufel. 6-6 gewinnen wir, Rang 20 sind wir. Ohne Probleme. Fällt nun der elendige Hühnerdieb, der uns so lange aufgehalten hat, fällt er denn nun? Oh, wird er nicht fallen? Ich dachte eigentlich, der würde jetzt irgendwie fallen mit so einem Krieger mit der neuen Waffe. Wir komplett fast neu equipped. Aber der Hühnerdieb sagt uns, du hast neue Epics, das ist mir scheißegal, Mann. Boah, wir machen keinen Damage. Meine Begleiter machen keinen verfluchten Schaden. Krieger, Blatt, Magier, Cheat, Kundi, doof. Ich, scheiße. Meine Herren, ich dachte, der fällt jetzt einfach so. Ich habe extra gewartet. Die drücken ja gar nichts und ich. Das überrascht mich. Ich hatte so knappe Tries bei dem Teils. Jetzt habe ich irgendwie was Falsches gerade an. Warum ziehen meine Begleiter denen nichts ab? Kann mir das mal jetzt eben schnell jemand beantworten? Puh, 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 puh. Das läuft hier aber gerade nicht. Oh, Magier, sehr schön. Jetzt kann er fallen. Jetzt. Hallo? Der ist nicht tot? Nein. 94.065 HP noch. Oh, shit. Was ist das denn bitte? Oh meine Fresse, ich dachte, jetzt fällt ihr endlich. Und dann so ein Scheiß. Magier, haust wieder raus? Nein. Oh Gott. Oh, um Gottes Willen. Ich kann auch dieses Geräusch gerade von diesem verfluchten Chicken Master nicht mehr hören. Ah, ist doch ekelig. Einen machen wir noch. Einen Versuch machen wir noch. Das müssen wir noch warten bis morgen. Oh, sehr schön, Krieger. Sehr schön. Magier, haust du auch hin raus? Das kann was werden. Kundi? Sie hast schon. Ja, ja, ja. Oh nein. Nein, jetzt mache ich noch einen. Jetzt mache ich noch einen. Ich überspringe direkt. Und noch einen. Noch einen. Jetzt fällt er. Jetzt. Nein, lass mal noch stehen. Okay, er will nicht fallen. Machen wir noch einen Arena-Kampf. Noch einen Pilz verschwenden. Sehr schön. 246 Pilze noch. Die Hälfte schon wieder weggeklatscht, die wir haben. Rang 20 ist okay. Und das war soweit zum Special-Event zu Server 23 mit Blättern. Ich hoffe auf Server 22 und auf Server 26. Auf jeden Fall auf Server 26 wird es bitte besser laufen. Bitte, oh Herr, bitte. Das war unglaublich. Ich sage es mal ganz einfach. Das war wirklich. So kann man es sagen, denn es lief nicht berauschend. Naja, wir haben nichts geschafft im Turm, den Dungeon machen wir noch nicht. Wir haben einen neuen Kopf, neue Brust bin ich nicht zufrieden, mit den Handschuhen bin ich auch nicht zufrieden, mit den Kollegen bin ich auch nicht ganz zufrieden. Die Waffe ist okay, auch nicht zufrieden, okay, scheiße, okay. Also ich sag mal, nur die Waffe vielleicht, der Rest ist nicht ganz so berauschend. Naja, das war's, man kann sich dran ändern. Ich möchte jetzt nicht unglaublich nochmal 5000 Pilze verschwenden, lohnt sich ja nicht. Ich hoffe mal, dass es beim nächsten Mal besser läuft. Wie gesagt, morgen dann wird es noch weitere Videos geben zu Shakes and Fidget, zum unglaublich genialen Epic-Event. Und seht ihr das schon hier unten beim Damage? Der Damage ist so hoch, er ist einfach so unglaublich hoch, dass er einfach schon aus diesem Bereich rausgeht. Unglaublich gut. Das war's. Ich bin der Zuschauer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das Ganze bewertet, kommentiert und weiterleitet. Denkt, wie gesagt, an den wunderbaren Daumen nach oben. Ich sage, ciao, ciao.